Und jetzt Marktcheck macht mobil. Mit Thorsten Link. Unser Thema heute, Ölwechsel. Auf der Werkstattrechnung ist er oft ein fetter Posten. Doch muss das wirklich so teuer sein? Und wie oft ist der Öltausch nötig? Das klären wir jetzt mit unserem Autoexperten. Hallo Thorsten, schön, dass du hier bist. Hallo Andrika, grüß dich. Ich muss sagen, ich kriege ja schon schlechte Laune, wenn bei meinem Auto das Öllämpchen leuchtet. Mein Auto möchte nämlich dann Champagneröl. Also ich nenne es Champagneröl, weil eine Flasche davon kostet ungefähr so viel wie eine Flasche Champagner. Ja, das ist richtig. Ne? Machen wir mal einen Ölwechsel, wird es noch schlimmer. Ja. Wir haben das mal gecheckt in den Werkstätten, um mal zu schauen, wie teuer der Ölwechsel wirklich ist mit jemandem, bei dem der Ölwechsel gerade fertig war, für sein Auto natürlich. Und das Ergebnis, sage ich mal, war erstaunlich. Da gibt es große Preisunterschiede, ne? Absolut. Mhm. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir sind mit Marc Fischer unterwegs. Mit seinem BMW wollen wir die Preise beim Ölwechsel checken. Unseren ersten Termin haben wir in einer Vertragswerkstatt. Und Vertragswerkstätten gelten nicht gerade als preiswert. Wir drehen mit versteckter Kamera. Sollen wir den Mikrofilter auch tauschen? Nee. Dann sind das 165,10 Euro. Und was machen Sie da rein? BMW-Öl? Ja, klar. Gibt's denn was Preiswerteres? Nein, nicht für dieses Modell. Da haben wir nur das eine hier. Das BMW-Öl steht auch im Zubehörregal, hergestellt von Castrol. Literpreis mehr als 23 Euro. Nach einer Stunde können wir bezahlen, geben uns zu erkennen. Wieso ist das hier so teuer? Man halte sich an die Preisvorgaben des Herstellers. Wir sind hier, so wie wir es mit unseren Kunden natürlich auch bestätigt bekommen, da mit Sicherheit nicht im oberen Preissegment, sondern eher im unteren angesiedelt. Wirklich? Wir checken das bei einem anderen BMW-Händler. Hier kostet der Ölwechsel 175 Euro, 10 Euro mehr. Nächste Station, eine ATU-Filiale in Karlsruhe. Auch hier finden wir Öle von Castrol, also die Marke, die auch BMW benutzt. ATU wirbt zurzeit mit Sonderangeboten. Sie brauchen Longlife-Öl. Das kostet 89,90. Das ist hier garantiert günstiger als bei BMW. Jetzt raten Sie mal, für welchen Preis die das Öl einkaufen. Keine Ahnung. Zwischen 4 und 5 Euro. Das sind ja Mordsgewinnspannen. Tja, sicher. Öl vom gleichen Hersteller, aber riesige Preisunterschiede beim Ölwechsel. Nächste Station, eine freie Werkstatt. Hier, 320i, das ist das Auto vom Herrn Fischer. Mhm. Was kostet der Ölwechsel komplett? Müssen wir mal nachschauen. Ja? Ja, Fahrzeugschein. Ja. Also, wir haben den Ölfilter. Ja. Das Mobil Super 3000. Das ist ein Markenöl, ne? Das ist ein Markenöl, ein Longlife-Öl. Das ist also von BMW freigegeben. Okay. Und dann die Arbeitszeit halt. Macht? 85,52. Oh. Ordentlich gespart. Guter Preis. Mit Markenöl von vergleichbarer Qualität. Und wir zahlen noch mal etwas weniger als bei ATU. Letzte Station. Ich weiß, dass in Karlsruhe die ganzen Taxifahrer dort immer hingehen, weil es eben relativ schnell geht. Und es ist auch vom Preis her sehr attraktiv. Die Ölwechselstation ist keine klassische Werkstatt. Man fährt rein wie in eine Waschanlage und darf den Mechanikern über die Schulter gucken. Das Öl, das hier zum Einsatz kommt, wird von Autoherstellern für die Erstbefüllung verwendet. Das ist völlig egal, ob Sie es beim Aldi oder bei BMW kaufen. Solange das Öl die Freigabe vom Hersteller hat, können Sie alles verwenden. Das ist alles dasselbe. Der Ölwechsel kostet hier nur rund 68 Euro. Altölentsorgung, Filter inklusive. Wir geben uns erneut zu erkennen. Fragen nach, warum der Service so viel günstiger ist. Wir haben hier speziell uns eingerichtet, nur Ölwechsel durchzuführen. Wir haben keine weiteren Reparaturen, haben die Personalkosten entsprechend so gehalten, dass wir mit unserem Preis am Markt standhalten können und trotzdem auch etwas verdienen. Unsere Schnäppchentour hat sich rentiert. Im Vergleich zur BMW-Vertragswerkstatt sind ATU und der freie Betrieb deutlich preiswerter. Die Ölwechselstation ist der Preisbrecher. Wir sparen fast 100 Euro. 100 Euro, das ist ja mal ein Wort. Und die Qualität ist wirklich nicht anders als beim Vertragshändler? Nee, überhaupt nicht. Die freien Händler, die freien Werkstätten, die beziehen das Öl aus derselben Quelle. Das ist teilweise wirklich identisches Motoröl, eben zum viel günstigeren Preis. Und wenn man das verwendet, hat man auch keine Probleme mit Gewährleistung oder irgendwelchen Garantieansprüchen.
Jetzt muss man sagen, die verdienen natürlich auch an der ganzen Sache. Die machen das ja auch nicht für Umme, sage ich mal. Nö. Das heißt, da sind dann schon ordentliche Preisspannen in diesem Öl, oder? Die sind gewaltig. Und ich habe auch hier so eine Ertragsrechnung eines Autohändlers, einer Vertragswerkstatt. Da sieht man sehr gut, dass der Händler das Öl für etwas mehr als 5 Euro einkauft. Er verkauft es aber an den Kunden für mehr als 20 Euro. Ups. Das sind 300% Aufschlag. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Es geht aber noch schlimmer. Denn wenn man mal schaut auf Seite 2 hier, sieht man, für welchen Preis der Lieferant das Öl beschafft. Nämlich? Und das sind dann noch 1,52 Euro. Hoppla. Von 1,52 Euro auf 22,20 Euro. Wir sollten ins Ölbusiness wechseln, oder? Es gibt Leute, die sagen, so viel Geld verdient man nur noch im Drogenhandel. Ja, das ist was keine Alternative Nein, wäre. Absolut nicht. Aber dann gibt es ja noch eine andere Variante für alle, die sparen möchten. Und die heißt selber machen. Franzi ist Friseurmeisterin und hat bis vor kurzem auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth frisiert. Ihre Herausforderung heute? Ölwechsel beim Hyundai. Das macht normal immer mein Freund. Aber so schwer kann das ja nicht sein, oder? Denkt sie. Dann mal auf zu Antonio, einer Werkstatt in Stuttgart, der einzigen mit Aquarium. Die Bühnen kann man mieten, stundenweise. Wo ist die Betriebsanleitung? Da steht ja meistens drin, wie es geht. Erstmal soll der Öldeckel runter, also Motorhaube auf und dann? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das dieser ist oder dieser ist. Zum Glück ist sie nicht alleine hier. Könnt ihr dir mal gerade mal kurz helfen? Und zwar, ich suche den Motoröleinfüllstutzen. Das ist der hier. Ist der große, der Deckel, alles klar. Genau. Mhm. Rauf mit dem Hyundai, da hilft Werkstattchef Lorenzo. Das hier? Könnte ich mir vorstellen, dass das dann die Ablassschraube ist? Volltreffer. Aber ohne Werkzeug? Das gibt's hier auch gegen Leihgebühr. Mit der Hand drehen. Super, die Etappe mit Bravour geschafft. Jetzt steht im Bordbuch, muss der Ölfilter getauscht werden. Wieder so ein Ding, das man erst mal finden muss. Ich habe vermutet, dass es das hier wäre, weil das das Einzige ist, wo das drum geht. Das ist es leider nicht, das ist der Anlasser. Und dann hat Franzi auch noch Pech. Bei ihrem Auto muss für den Filtertausch das Bodenblech weg. Ja, ungewöhnlich. Dass man noch Verkleidung abschrauben musste, darauf war ich nicht gefasst. Da ist der Ölfilter, raus damit. Jetzt den neuen Filter mit etwas Altöl fetten, dann packt die Dichtung besser zu. Leider muss jetzt auch die olle Verkleidung wieder drauf. Lorenzo, Franzis Dauerbeauftragter, hilft. Öl zum günstigen Literpreis gibt's in der Mietwerkstatt aus dem Fass. Langsam, langsam, langsam. Genau, nicht zu hastig, damit sich das Öl besser verteilt. Motor starten, ganz kurz laufen lassen, erst dann den Ölstand kontrollieren. Und? Alles perfekt. Franzi kann stolz sein. Drei Stunden hat sie gebraucht. Nicht schlecht fürs erste Mal, aber mit 95 Euro nicht wirklich gespart. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Echt? Gibt's ein nächstes Mal? Ich lasse es dann lieber wieder mein Freund oder mein Papa machen. Ich stehe dann daneben und schaue, ob ich es richtig mache. Spaß hat's jedenfalls gemacht. Der Franzi und ihren Helfern auch. Zur weiblichen Ehrenrettung muss man jetzt sagen, das lag nicht an der Franzi, das lag an dem Hyundai, dass es dann doch ein bisschen länger gedauert hat doch, und teurer war. Doch, das war schon echt schwerer Fall. Ne? Mhm. Man muss aber auch sagen, es lohnt sich für den Laien eigentlich nicht, den Ölwechsel selber zu machen. Das ist wirklich nur was für Schrauber. Da steht die Ersparnis in keinem guten Verhältnis zur Arbeitszeit, die man da verwenden muss. Gibt es denn noch eine Alternative, um wirklich Geld zu sparen beim Ölwechsel? Ja, ich würde sagen, das Öl mitbringen. Zur Vertragswerkstatt, zur freien Werkstatt. Die meisten Werkstätten akzeptieren das ja auch. Die Vertragswerkstätten allerdings, die schlagen dann mit hohen Gebühren für die Altölentsorgung ein bisschen zu. Da muss man das genau ausrechnen. Aber in der Regel ist man mit dem eigenen Öl in der Werkstatt günstiger dran als mit dem Komplett. Das heißt, ich bringe einfach das Öl mit. Dann gucken die ein bisschen komisch, aber schlucken das? Die schlucken das in der Regel schon. Wichtig ist nur, dass man auch weiß, wo man das Öl erstmal kriegt. Das ist nicht ganz so einfach. Man muss erstmal schauen, was für ein Öl das Auto verträgt. Und dann findet man beispielsweise im Internet günstige Angebote. Da muss man aber darauf achten, dass diese Öle auch wirklich eine Freigabe haben. Wir haben es im Film ja schon gehört mehrfach. Was ist eine Freigabe? Das heißt, der Hersteller hat das Öl tatsächlich getestet, also der Autohersteller. Und
Es gibt nämlich auch Öle im Internet, da steht nur drauf, auf den Flaschen entspricht der Freigabe. Und diese Öle sind da nie getestet worden. Die haben diese Freigabe faktisch nicht. Und das heißt, also mit solchen Ölen kann man unter Umständen das Falsche einfüllen. Okay, also freigegeben durch den Hersteller ist was anderes als entspricht der Freigabe. Genau. Sind die denn, die sind dann wirklich schlechter, diese entspricht der Freigabe? Die sind meistens sehr, sehr billig. Das fällt dann deswegen auf. Diese kosten oft nur unter 5 Euro, 4 Euro noch was. Und das ist dann sehr verdächtig. Und da muss man genau hinschauen auf die Flasche, was da drauf steht. Entspricht der Freigabe heißt wirklich, die Öle haben keine Freigabe. Ist da auch ein anderer Inhalt dann drin? Wir haben das mal gecheckt mit einem Öllabor zusammen und da war tatsächlich so ein Standardöl drin, kein Longlife-Öl. Und wenn man das dann einfüllt, da hat man unter Umständen echt ein Problem. Thorsten, danke dir. Ich bringe das nächste Mal Öl in die Werkstatt mit und mal gucken, wie die schauen. Ich schiebe alles auf dich. Okay, ja, ich gehe drauf wieder.